kann das so von außen anbringen. Das ist so dämlich, der bewegt es dann kaum noch, wenn das hier quasi so weit draußen schon ist. So, wie würde das Ganze denn hier aussehen? Da hinten war es eingespannt. Warte, das war... Ach so, ja, stimmt. Ich musste das hier so machen, damit das hinhaut wegen der Höhe an der Stelle, ne? Dass das vorne vor ist. Deswegen ist das Ganze hier eine Wandstärke quasi verschoben. Hier würde jetzt nur die halbe Wand fehlen. Aber wenn es hier weitergeht, dann müsste es eigentlich so sein, ne? Dass der hier so da dran ist und dann steckt der halt so doof da drin. Und der hier kann ich zwar so dran platzieren, aber hat natürlich direkt wieder den Nachteil, dass es so komisch auf der Hälfte der Strecke mehr oder weniger liegt. Das hilft mir natürlich wenig. Also müsste ich quasi das Teil so von dem Anskippen her so haben und dann müsste das Ganze einfach ein Stück... Ach Mann, hör auf, da dran zu gehen. Einfach hier so ein Stück nach oben kommen. Das Problem ist, ich muss auf dem Boden anfangen zu bauen. Sonst macht er es nicht. Und dann kriege ich niemals die richtige Höhe. Also kann ich das nur erreichen hier, indem ich mit einer Stütze arbeite. Und da oben dann wie geplant dieses halbe Stück dahin stecke. Dass es nicht ganz nutzlos aussieht. Hä, gerade ging es doch auch, komm. Papp dich dran, Junge. Papp dich dran. Pack mal das hier weg. Alter, das ging doch vorhin auch. Jetzt verarsch mich nicht mit allem. Bitte. Das Problem ist, auch das funktioniert so nicht. Könnte auch zur anderen Seite hin oder zu einer Seite hin das anders bauen, theoretisch. Aber das wäre jetzt natürlich nicht so geil. Ich fände es schon schöner, wenn ich da auch wirklich wenigstens ein bisschen Kontenance bewahren kann. Ach, nervt mich das gerade hier. Wie soll ich das denn ordentlich platzieren, wenn das mir hier nur so einen Scheiß vorgibt? Mist, ey. So ein Mist. Die Dächer helfen mir ja auch nicht wirklich weiter. Natürlich kann ich hier irgendwie was platzieren, glaube ich. Aber es funktioniert ja irgendwie nicht. Nö. Nur hier auf dem Boden kann ich das bauen. Allerhöchstens. Ja, was baue ich denn da an dieses Stück? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Was soll ich da dran bauen? Ja, ich guck gleich mal. Erstmal setze ich meine Stütze hier hin. So. Meine Hilfsstütze hier. Das Einzige, was noch halbwegs funktioniert. Um hier was Ordentliches zu basteln. Aber wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier einfach mal was dranhaue? So, und zwar hier das Teil, was es dann auch sein soll. So.
Wie wär's denn, wenn ich mal so ein Stützchen hier so vorbereite und dann Betonmauer und das schöne Gerät darüber einfach mal entferne? Wobei ich brauche... Mist. So, ich brauche ja noch... Ach, jetzt ist schon wieder automatisches Gehen angewiesen. Ich brauche hier einmal die richtige Entfernung. Alter, platziere es einfach, wie es war. Junge, was ist das denn? So, danke. Okay, dann muss hier das Ganze so dran. Nee, theoretisch ja nicht, ne? Theoretisch ja ganz genau nicht das. Es wird hinterher sowieso alles doof aussehen. Ich sehe das schon kommen. So, hier musste ich schon einkürzen. Wenn ich da hinten, wobei die unterste Schicht... Ja, nee. Ich habe ja trotzdem dann dasselbe Ergebnis nachher. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, ob das die tollste Idee war, mit diesem komischen Zeug hier anzufangen und das aufzusetzen da drauf. Vielleicht ist es mit den Betonmauern am Ende doch die bessere Variante. So sehr ich es auch wollte oder will. Vielleicht ist das mit den Betonmauern am Ende am besten. Ich nehme die Sachen hier mal mit. Es geht nicht darum, die einfach nur abzureißen. Aber mitnehmen möchte ich die bitte. Und zwar hier drüben hin, weil hier drüben haben wir das höchste Potenzial zum Hochbauen. So, das heißt, hier können wir testen, wie das nach zig Wänden aussieht eigentlich. So, das kann man weg und das kann man weg. Dann platzieren wir einfach hier drauf und gucken mal, irgendwann müssten ja rein theoretisch die beiden Höhen wieder zusammenpassen. So, das wäre jetzt noch eine Etage tiefer. So. Das Doofe ist, ich kann auch da gar nicht richtig gucken, wenn ich nicht hier aus dem Baugerät rausgehe. So, und hier ist es jetzt auch, glaube ich, egal. Mit den anderen Wänden würde ich mal eben testen. Die sind aber, glaube ich, ganz genauso hoch, ne? So, kurz hier wieder rein. Verdammt, Mann. So, nochmal. Der wollte es mir gerade hier irgendwo platzieren. Ich kann es auch von mir aus in der Luft haben. Das ist mir völlig egal. So. Jetzt kann ich auch ruhig einmal aus dem Ding raus. Okay, das ist also exakt genauso hoch wie die beiden Halbwände. Was gäbe es denn für Alternativen? Wir könnten natürlich Holz nehmen, ne? Da gibt es allerdings, das weiß ich, nicht so schöne Fenster. So Fensterabschnitte. Checkwalls. Können wir theoretisch nämlich... So, mal kurz hier ins Innere, sonst werde ich ja noch blöd. So, rein theoretisch kann man sowas nämlich... Hä? Wieso platziert er das hier nicht? Platzier mir das doch, wo ich will. Was soll denn der Scheiß hier immer? So, ich lasse mir jetzt hier eine blöde Wand, ey. Echt zu doof gerade. Nee, der will das nur da platzieren. Ausschließlich. So ein Scheiß. Aber darauf werde ich wahrscheinlich auch keine Lagerhauswände setzen können. Ernsthaft jetzt? Das geht?
Okay. Das macht mir jetzt ein bisschen Mut. Ich hoffe, nicht umsonst. Also das wäre natürlich tatsächlich eine Lösung, ne? Nicht nur sowas zusammengewurschteltes wie bisher. Aha, aber das Ganze ist auch nicht... Na gut, dass es nicht exakt gleich hoch ist, ist es eigentlich egal. Wir würden ja hier ohnehin diese Wände... Wo sind sie? Diese Halbwände einmal hier... Achso, die müssen dran, ne? Erst. Oder war das gar nicht auf das Holzwandteil geskippt? Geht das vielleicht doch gar nicht und ich habe mich hier nur geirrt. Ich meine, diese komischen Wände kann man ja hier dran packen irgendwie. So, die waren hier jetzt zu hoch. Aber da hinten hat es doch gepasst. Das habe ich doch gesehen, dass es gepasst hat. Oder war das eine Wand, die einfach schlichtweg niedriger war? Ich glaube, nein. So, also hier passt es nicht. Was ist, wenn ich mal die Betonmauer für einen Moment vergessen darf und einfach probiere, diese dumme Wand hier dran zu setzen. Von mir aus auch weg. So, ist mir egal. Das darf ich nicht hier dran setzen? Was ist das denn für ein Scheiß? Das hier hat doch... Das hat doch da hinten funktioniert. Ich bin doch nicht blöd. Was war das denn jetzt? Das hat doch hier gerade funktioniert, oder nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Also, die dumme Wand hier dran und dann haben wir doch einfach nur die olle Lagerhauswand genommen und versucht, die hier dran zu packen. Und dann hatte es doch von der Höhe und alles so schön gepasst. Mann, baust da dran! Ich werde hier gleich bekloppt! Ich werde hier gleich wirklich bekloppt! Da kann ich es draufsetzen, aber nur deswegen, ne? Ja, es liegt nicht an der Holzwand, das habe ich befürchtet. Fuck! So ein Scheiß, wirklich. Und im Prinzip auch nur, weil wir einfach nicht das Material haben unbedingt, um alles mit Beton zu bauen. Und weil die Walltür, die ich so gerne benutzen möchte, einfach nicht hier reinpasst. Komm mal mit, Walltür. Du bist der Auslöser von all dem. Ich probiere mal, den hier hinten zu platzieren. Den Herrn Volt-Tür. War das hier oder da, wo das sich so ein bisschen anbot? So, weg mit dem Scheiß mal eben. Komm her, Walltür. Ne, nicht hier. Da, Tür und dann die ganz hinterste. Ist manchmal echt nervtötend hier. So, weg, 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 weg. Will ich alles nicht sehen hier. Also das kriege ich nicht so einfach tiefer. Ich probiere es natürlich trotzdem. Weißt du was? Ich verschwende meine Zeit mit dieser Aufgabe. Ich verschwende wirklich meine Zeit. Ich scheiß da drauf. Das wird einfach nichts. Ich scheiß jetzt auf die Vault-Tür. Das passt hier nicht ordentlich rein. Ich nehme jetzt was anderes. Mann, das... Ich bin...
Das ist wirklich scheiße gerade. Wirklich scheiße. Gibt es hier wenigstens ordentliche Stalltüren? Kann man das halbwegs durchgehen lassen? Ich weiß es nicht. Wie sehen hier die Wände aus? Wo sind die großen Stallwände? Das hier soll eine Stallwand sein. Aber auch das kann ich ja nur wieder so platzieren, ne? Genau, habe ich mir gedacht. So, was aber geht, sind Türen zu setzen in etwas kleineren Bereichen mit Beton. Zeig mal deine Wand. Hier, das ist die Standard-Türdurchgangwand. Nice wäre natürlich, wenn ich das Ganze hier reinkriege. Wobei, ich glaube, die Idee, die ich im Kopf habe, wäre gar nicht doof. Und zwar hatte ich überlegt, könnte ich das Ganze ein bisschen reinziehen, damit hier dieser Mittelstreifen rausfällt. Weil auf der anderen Seite ist es eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal, es stört nicht so sehr. Kann ich eigentlich... Das ging, glaube ich, gar nicht, ne? Weswegen ich es ja auch dann nicht mehr probiert hatte, ne? Guck mal, es geht doch. Nice. So. Habe ich jetzt durch Zufall mehr oder weniger das Wändchen trotzdem noch zugekriegt. So, lass doch mal gucken. Hier, der Eingang ist alles okay, kann man benutzen. Da muss nur ein Eingang hin. So. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte hier in diesem mittleren Bereich, der jetzt vielleicht auch gerade nicht so geil aussieht, möchte ich die Tür hinhauen. Mal kurz überlegen. Es waren 4 Pfeiler, ne? So ein Teil waren, glaube ich, 4 Pfeiler. Warte mal, lass mal gucken. 1, 2, 3, 4. Ja, das waren 4 Pfeiler. Okay, dann probieren wir mal was. Das und das muss weg. Dann kommt hier ein Pfeiler dran. Mist, der Pfeiler kommt natürlich hier dran. So. Hier kommt ein Pfeiler dran. Hier auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Den könnten wir da dran packen, theoretisch. Dann kann ich einfach auf der Innenseite gleich mit Pfeilern noch einmal auskleiden. So. Und hier unten muss der auch einmal dran. So, dann müsste das und das weg. Und demnach auch der hier. Und dort müsste dann einmal diese Betonwand hier unten rein. Das heißt, ich muss die kurz weglagern. Dann kann ich die hier dran skippen. Und dann kommt diese wieder an den Ort, wo sie vorher war. Und dann schließt das hier sogar halbwegs passig ab alles. So, dass es ganz geil aussieht. Im Prinzip. So, hier muss ich erst untere Säule... Obere Säule. Hier genauso bitte. Ist das jetzt... Ja, die untere Säule, die obere Säule. Da passt es nicht 100%, aber das ist nicht so schlimm. So, dann. Hier unten würde ich nochmal sagen, machen wir normale Betonwand rein. Oh, das haben wir alles nicht vorrätig, ne? Doch, 10. Da unten. Bin doof. So, dann kann hier unten nämlich auch eine Betonwand rein. Ich weiß nicht, ob ich die da so hineingefuchst bekomme. Wahrscheinlich muss ich erst die untere setzen. Ach, darf ich die bitte erstmal überhaupt setzen? Danke. Danke, Dön. Okay, geht nicht. Egal. Das ist nicht so schlimm. Da soll wahrscheinlich eh gleich ein Boden dran. So, und dann müssen wir jetzt anfangen zu tricksen. Wir haben jetzt eine Breite gewonnen. Dieser Seite. Das heißt, wir müssen auf dieser jetzt 2 Breiten gewinnen. Sonst geht's nicht. So, hier ein Feld rein reicht auch, denke ich mal. Das muss jetzt hier nicht sonst wie übertrieben werden. So. Dann bräuchten wir hier gleich den Eingang. So. Nee, ich arbeite lieber... Ach doch, ich werde lieber mit den Standardsachen arbeiten.
So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.